jetzt. Lektion 337. Meine Sündenlosigkeit schützt mich vor jedem Schaden. Meine Sündenlosigkeit stellt vollkommenen Frieden sicher, ewige Sicherheit, immerwährende Liebe und auf ewig Freiheit von jedem Gedanken des Verlustes sowie vollständige Befreiung von Leiden. Und nur Glück kann mein Zustand sein, denn nur Glück ist mir gegeben. Was muss ich tun, um zu erkennen, dass das alles meins ist? Ich muss die Sühne für mich akzeptieren und sonst nichts. Gott hat bereits alles getan, was getan zu werden braucht. Und ich muss lernen, dass ich von mir aus nichts zu tun brauche. Denn ich brauche nur mein Selbst zu akzeptieren. Meine für mich erschaffene Sündenlosigkeit, die jetzt schon mein ist, um Gottes Liebe zu spüren, die mich vor Schaden bewahrt, um zu verstehen, dass mein Vater seinen Sohn liebt, um zu erkennen, dass ich der Sohn bin, den mein Vater liebt. Meine Sündenlosigkeit schützt mich vor jedem Schaden. Und das heißt, all diese Trennungsgedanken, all die Gedanken, die immer wieder panisch sein wollen und Panik verbreiten und Angst und all die Teile in mir, die sich unwürdig fühlen, alle Gefühle, alle Gedanken, in denen ich nicht glücklich bin. Die sind alle da, um dem Heiligen Geist gegeben zu werden, damit ich Vergebung reinfließen lassen und erfahren kann, dass ich unschuldig bin und die Sühne, die Versöhnung für mich annehme. Dass ich wirklich sage, ja, ich bin unschuldig. Ah, ich kann alles, alles, was in mir wütet, alles, wo ich dachte, dass ich Schaden angerichtet habe und dass ich beschädigt bin, dass mir irgendwas passiert ist, was mich jetzt nicht im Licht sein lässt, dass all das im Zeitraum geschehen ist und dass es aber gerade darum geht, dass ich mich erinnere, dass ich ewig in Gott bin. Dass mir der, der ich wirklich bin, gegenwärtig, dass mir da nie was geschehen ist und dass ich da nie was getan habe. Und das heißt, die Sühne annehmen. Wenn ich das für mich annehme, nehme ich das auch für alle anderen an. Und ich kann das nur für mich annehmen, wenn ich es auch für alle anderen annehme. Und im Sein, in der Erinnerung, in der Wahrnehmung, weil es eine Wahrnehmung hat ja auch immer mit Wahl zu tun, weil ich das wähle, die Sündenlosigkeit in mir und in allen zu sehen. Und dann geht meine Wahrnehmung dahin. Und dann schaue ich nur noch drauf, ah, wo kann ich mir diese Sündenlosigkeit beweisen? Das ist ja Wahrnehmung. Es ist ja wie wenn ich ein Auto kaufen will, dann sehe ich plötzlich ganz viele Autos, die sehe ich sonst gar nicht, die nehme ich sonst gar nicht wahr. Und wenn ich Sündenlosigkeit sehen will, dann nehme ich die nur noch wahr in allem und in allen. Und wenn ich die wahrnehme und dann sage, okay, ich nehme die Sühne für mich an, es ist ja auch ein geistiges, es ist eine Wahl, aber es ist ja alles ein geistiges Phänomen oder es ist ja in meinem Geist, der heilt, der sich erinnert. Ich habe mich ja nie wirklich getrennt. Und irgendwann wird alles, was ich jetzt meinem Geist, wo ich den Zweifel reingelegt habe, wo ich zwei habe, ein Teil ist im reinen Geist in Gott erinnert und der andere
habe ich mein Ego rein, habe ich den Trennungsgedanken reingesetzt. Und wenn das alles wieder sich im reinen Geist zurückfließt, vereint, dann bin ich in Erkenntnis. Und bis dahin kann ich mich nur für die Wahrnehmung entscheiden. Heiliger Geist, Gott, ich will meine Wahrnehmung korrigieren lassen. Und in dem ist uns ja nie was passiert, im reinen Geist. Und wenn ich die Sünde für mich annehme und unschuldig bin und alle anderen auch unschuldig sein lasse, dann ist hier im Traum, im Zeitraum, ist einfach immer mehr glücklich sein da, weil ich gegenwärtig bin. Und diese Gegenwärtigkeit, diese Liebe, die dehnt sich aus. Ich habe für Momente habe ich die Erfahrung erstmal, was ja auch im Kurs steht, dass ich gegenwärtig bin, dass ich gar nicht in Zeitraum, dass ich nicht an Vergangenheit und Zukunft gebunden ist, sondern dass es ein Teil in meinem Geist, in meinem Sein gibt, was jetzt frei ist. Und das dehne ich immer mehr in Zeitraum aus, irgendwann, wenn ich tiefer vertraue in Gott. Wenn ich die Sühne annehme, wirklich, dass in Wahrheit nie was geschehen ist. Hier unten steht du, der du mich in Sündenlosigkeit erschaffen hast. Du irrst dich nicht hinsichtlich dessen, was ich bin. Ich habe mich geirrt, als ich dachte, ich hätte gesündigt, aber ich nehme die Sühne für mich an. Vater, mein Traum ist jetzt beendet. Amen. Und in jedem Moment, gegenwärtig in jeder Lektion, können wir das erfahren, dass es, wenn wir wirklich die Sühne annehmen, der Traum beendet ist. Und wir sind hier, solange wir an Trennung glauben, im leidvollen Traum. Wir lassen unsere Wahrnehmung korrigieren, wir wenden Vergebung an. Und wir nehmen die Sühne an, wir werden immer glücklicher. Das ist der glückliche Traum. Und irgendwann erwachen wir aus dem Traum, weil wir erfahren immer mehr, weil wir in Erkenntnis kommen, dass es hier nicht unser Zuhause ist und dass es nicht darum geht, die Welt zu retten, sondern im Geist zu erwachen und nur noch Liebe auszudehnen. Und dann bin ich. Und es ist dieses, die Sühne annehmen, das ist das, ich brauche nichts zu tun. Und ich muss lernen, dass ich von mir aus nichts zu tun brauche. Das heißt, ich muss nur aufhören, an meinem Irrtum festzuhalten. Denn ich brauche, was hier steht, nur mein Selbst zu akzeptieren. Und ich muss mich für die Sündenlosigkeit entscheiden. Und ich muss die Wahl treffen. Das ist das, was ich machen muss. Und ich brauche da nichts zu tun, weil ich schon alles bin. Ich höre auf, mich gegen mein wahres Sein zu wehren. Naja. Meine Sündenlosigkeit schützt mich vor jedem Schaden. Wow. Du, der du mich in Sündenlosigkeit erschaffen hast, du irrst dich nicht hinsichtlich dessen, was ich bin. Ich habe mich geirrt, als ich dachte, ich hätte gesündigt. Aber ich nehme die Sühne für mich an. Vater, mein Traum ist jetzt beendet. Amen. Und ich wünsche uns eine freudvolle Erfahrung und ganz viel glücklich sein heute und ganz viel wirklich zu erfahren, dass diese ganzen Gedanken an Trennung, dass die wirklich auflösbar sind, wenn ich mich da hingebe, wenn ich den Heiligen Geist einlade, wenn ich wirklich die Sühne für einen Moment annehme. Ah ja, alles voller Liebe.